Hallo YouTube, Atzen Jens hier. Ich bin jetzt beim Sascha Fabian, der bei der Weiß Milan die Top 32 erreicht hat. Hallo Sascha, grüß dich. Ja, erzähl mal was. Du kommst aus Frankfurt, bist wie alt? Ich bin 20 Jahre, ich bin Chemielaborant. Und zockst Yugi seit? Competitive würde ich sagen seit 2009, 2010. Okay, also schon eine ganze Weile dabei. Jo, du hast Shadows gezockt und das Deck möchtest du mir jetzt mal zeigen. Genau. Also es ist eigentlich ein relativ ähnlicher Bild wie in London, wo ich den dritten Platz gemacht habe. Ja. Also meine Shadow Engine hat sich ein bisschen verändert. Das ist der, fang mal an mit dem Beast. Das sind die drei Beasts. Ja. Und eigentlich habe ich dann quasi nur ein Beast gegen einen Falco ausgetauscht. Ja. Liegt einfach darum, dass Falco momentan der schlechteste ist. Er ist zu langsam. Mhm. Den einen kann man nutzen und das Beast baust du vor allem im Mirror-Match, ja, und Karten ziehst du. Der Falco frisst, glaube ich, auch zurzeit vier Emptiness, oder? Ja, Emptiness wird eigentlich schon gar nicht mehr so viel gespielt. Okay. Das ist mehr so, dass du musst mit Falco immer eine Runde warten. Das, ja, ist nicht mal gut. Und er ist auf der Starthand der schlechteste. Ja, okay, das sind deine Shadows. Ja, genau. Als Unterstützung spielst du dann... Ich spiele drei Mathematiker. Ja. Ich denke, das ist relativ Stapel, standard. Ja. Dazu drei Light und zwei Dark Dragon. Okay, die große Engine. Ich habe die große Engine gespielt, genau. Vor allem, weil... ja, man kann diese Drachen einfach legen und... der Gegner kriegt ihn nicht wirklich weg, ohne dass ich wieder einen zurückbekomme. Das heißt, erstens, ich fresse nicht so viel Schaden und ich mache eigentlich immer Vorteil durch meine Fusion. Ja. Das ist prinzipiell der Grund. Genau. Ja. Und vor allem Mathematiker und ein Drache sind immer 3200 oder 3100 Damage. Ja, das ist halt auch mal ein guter Rush oder wie man das so nennt. Ne? Also, genau. Wenn die durchkommen. Also man kriegt quasi relativ schnell viel Damage durch, deswegen. Okay. Drachen. Weitere Monsters? Weitere Monster Felis, ja. Für meine Mathematiker. Genau, sehr gut. War sehr gut. Ich habe in London gesagt, auf keinen Fall Felis spielen. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, auf jeden Fall Felis spielen. Wegen den L-Shadow-Fusionen. Und vor allem kannst du damit auf relativ lustige Extra-Deck-Monster zugreifen. Ja, als Mathematiker direkt einen Black Rose machen, einen Arcanid. Das werden wir nachher sehen, ne? Genau. So, gut. Dann natürlich Beles. Ja. Dagam Dragon, also die beiden, ja, Großmonster. Ja, Mama und Papa. Genau. Quasi der kleine Dagam Dragon, ja, den sucht. Ja. Also ich würde auf keinen Fall das spielen ohne River. Ja. Ist relativ leicht den Grave zu kriegen, entweder durch eine Fusion aus dem Deck, durch die Mathematiker, dann einfach banishen für den Dark Dragon oder den, ja, der Cluster. Ja, das ist auch noch so eine Sache, mit einem Dark Dragon kriegt man viel seltener den Dutt raus. Ja. Weil offensichtlich nur drei Karten statt zwei Karten. Nur nicht zwei Karten statt drei Karten banishen. Okay. Dann habe ich gespielt einen Denko Sekka. Oh, nur einen. Ich muss sagen, eine Denko, also die eine war gut. Ich würde mittlerweile eine zweite spielen, das war so ziemlich die Karte des Formats. Also wenn ich sagen würde, eine Karte, ja, in meinem Deck, dann Denko Sekka. Vor allem gegen Brandon Abyss gewinnt die ziemlich alleine. Ja. Kriegst sicher deine Plays durch, richtig gut. Hat ja irgendwann mal das Game geholt heute, gestern? Ja, Denko Sekka hat, ich sag mal, 40% der Spiele gemacht, alleine. Okay, also alleine mit deiner Fusion. Ja, ja. So, das waren die Monster. Jo. Sind, ich glaube, 23 oder 22, bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Wie viele Karten spielst du insgesamt, Main? 40. 40, ja, ja. Kommen wir zu den Spells. Drei Shadows Fusion. Ja. Standard, vor allem, weil Burning Abyss gespielt wird. Genau. Also auf keinen Fall weniger spielen. Ich habe auch drei L-Shadow Fusion gespielt. Ja. Ist die große Engine. Ich finde es ziemlich gut. Man könnte aber auch, wenn man Platz braucht, einkicken. Ja, man kann ja zur Not mit Winder und Konstrukt recyceln, ne? Also, genau, also ich sag mal, wenn man eine hat, hat man eigentlich alle. Aber du erhöhst natürlich dann die Chance, direkt anzuhauen. Jo. Deswegen hat die 6. Beziehungsweise die 7. Fusion. Ah, die beste. Ja. Ja, ich hatte sie nicht ganz so oft, wie ich sie gerne gehabt hätte. Aber
auf jeden Fall die Matchwinner-Karte schlechthin. Ja. Dann habe ich gespielt Elio. Ja. Vor allem, weil ich die zwei Dark Dragon spiele. Und bei Doppel Dark Dragon Starthand ist ziemlich. Ja. Oder der, der im Late Game ist auch nicht so toll. Ist ziemlich vorbei. Also mit den Doppel Dark Dragon kann man nur rechtfertigen. Ansonsten würde ich überlegen, vielleicht keinen zu spielen. Doppel MSD. Mhm. Main sogar. Ja. Wegen? Mittlerweile ziemlich wichtig wegen Clifford. Und, ja, genau. Eigentlich vor allem wegen Clifford ist es nicht schlecht, Endphase mal beim Gegner seine Elshadow-Fusion wegzuschießen. Es gibt bei weitem nicht mehr so viel Sets. Hm. Und selbst ein Blindshot ist nicht so schlecht. Gerade gegen Burning Abyss vor allem ist es auch gut, die Backrow zu klären. Oft haben wir nur ein oder zwei, bis du MSD machen kannst, dann eventuell Mathematica auf Dragon und dann deine Shadow Fusion. Ja, ich sehe schon, es gibt so eine richtige Dynamik in dem Format. Ja. Folio ist klar. Ziemlich basic. Ich glaube, auf der ersten YCS der Gewinner mit den Denko Sekkers hat es nicht gespielt. Ich kann es nicht verstehen, weil Folio ist so ziemlich deine Optionenkarte. Du kannst immer was Gutes mit dir anstellen. Und es ist nicht selten, dass ich auch schon mal ein Spiel gewonnen habe, weil ich einfach Folio von oben gezogen habe. Hm. So, dann noch bei Geki. Mhm. Momentan so ziemlich, ist eigentlich ziemlich solide gegen alles. Die kann gut kommen gegen Shadow, die kann gut kommen gegen Burning Abyss. Also vor allem gegen Burning Abyss wird die gespielt. Zum Beispiel, wenn man mit den Dragons auf den Dweller kommt. Oder die Majestic Fiends und Ventus Fiends eben. Also in Kombination mit den Monstern, ja. Genau. Vor allem deswegen bei Geki. So, dann die letzten fünf Karten, fünf Traps. Ich habe gespielt drei Sinister Games. Ja. Ich würde davon abraten, ich würde mittlerweile nur zwei spielen. Okay, ja, habe ich gestern auch so einige gehört, die nur zwei spielen wollen. Hm. Eine Deko Secker weniger, eine Deko Secker mehr für einen Shadow Games auf jeden Fall. Ich habe ziemlich oft sogar alle drei ausgebordet. Oh. Ich bin noch am überlegen, ob sie überhaupt zu spielen. Vor allem, weil der Falco Shadow Games Turn bei weitem nicht mehr so gut ist wie damals. Okay. Da ist Shadow Games Beast oder Shadow Games Hedgehog deutlich besser. Ja. Deswegen, ich würde die cutten. Mal schauen, wie sich das Format noch so entwickelt im letzten Monat. Dann Shadow Core. Ja. Beste Karte überhaupt. Und als Schutz noch ein Kapuzzi. Okay, kein Warning? Ja, kein Warning. Vor allem, weil Warning kommt, würde oft auf... Naja, wenn der Gegner eine Fusion aktiviert, musst du Warning machen. Okay. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass er noch ein zweiter hat. Das ist einfach dieser Risikofaktor, den ich nicht eingehen will. Mit dem Compulsory kann man ganz lustige Sachen machen, wie zum Beispiel seine eigene Fusion bouncen, damit der Gegner wieder von der Hand fusionieren muss. Das sind so ein paar kleine Tricks oder einfach nur Binder loswerden. Generell Monster wie Stören. Genau. Ja. Gut, dann war das Main Deck. Dann zeig mal das Extra Deck noch. Extra Deck sind... Die Fusion, drei Construct. Eine Shekinaga. Eine, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie eine zweite gebraucht. Die eine war gut, öfter mal. Gerade so im Late Game, wenn man zu viele Fusionen hat, Shekinaga holen. Der Gegner kriegt sie so gut wie nicht weg. Und selbst gegen Shadow Mirror. Ja. Ich meine, er kriegt zwar eine Fusion zurück, aber man kann halt, man überlebt auf jeden Fall. Genau. Zwei Binder, denke ich mal. Genau, zwei Binder. Ich würde überlegen, sogar eine dritte zu spielen. Okay. Weil, also jetzt momentan ist es ziemlich gut, gerade wegen meinem Abyss. Ich war relativ oft komplett ohne Fusion am Ende im Late Game. Gut, eigentlich will ich nicht ins Late Game kommen, aber es passiert da doch noch. Mhm. Dann komplett ohne Fusion zu spielen ist schwierig. Gut, ich habe nicht so viele Synchros, vor allem wegen meinem, wegen den zwei Tunern, die ich noch spiele. Ja. Das sind so die wichtigsten, HTSL. Warum der? HTSL habe ich gespielt wegen, vor allem wegen Dante, Skarm oder diesen ganzen Monstern, dass man einfach mal den hier rufen kann. Also gegen BA ganz kurz. Ja, genau. Okay. Ich habe vorher Golio gespielt, weil ich viel öfter auf OTK gegangen bin. Mhm. Ich hatte auch noch jetzt heute oft einen OTK, aber es ist deutlich seltener geworden. Ja. Ich weiß nicht ganz genau warum. Ansonsten Black Rose ist klar, Arcanid ist klar, Crimson Blade dagegen. Crimson Blade ist vor allem gegen Mirror Match gut. Ja, stimmt. Also, du mal rechts mal was und dann kann er keine Fusion holen. Also du kannst deine Fusion machen, ja. Vielleicht mit einem Drachen zum Beispiel, auf Konstrukt. Ja. Dann beschwörst du deinen zweiten Drachen, beschwörst Mathematiker, beschwörst Felis, das Crimson Blade, da rennst du über was drüber und dann hast du gewonnen. Ja.
So. Und Leo? Den? Ja, der ist einfach gut im Metagame momentan. Okay, den holt man dann mit Construct und Falco, oder? Genau, Construct und Falco. Jo. Dann haben wir noch das... Ja, Sidek kommt noch. Exit haben wir auch noch. Okay. Genau. Ja. Kastel, klar. Keller, klar. Emerald, um zu recyceln. Und die Lava Chain, um dir wieder das Wasser halt raus, ne? Also eigentlich hat man mit Lava Chain und Emerald relativ viele Optionen. Also Emerald habe ich dieses Turnier so gut wie gar nicht benutzt. Aber es ist immer die Option da, den auf jeden Fall zu spielen. Also eigentlich ist er für Dark da. Um wieder genug, also um wieder auf drei Darks zu kommen. Ja, das regulieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kam nicht einmal im Turnier vor. Ich habe auch irgendwie ein bisschen weniger auf Dart gespielt als in London. Mhm. Lief ja trotzdem nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich Emerald immer noch spielen würde. Mhm. Lava Chain auf jeden Fall, vor allem weil du den Wyvern reinlegen kannst oder Core, um dir deine Fusion wieder zu kriegen. Ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, dass ich gegen die Ems gespielt habe. Und meine erste Shadow-Fusion ist negiert worden durch Venti's Emptiness. Ich hatte bis dahin keine zweite und kam dann über die Drachen auf Lava Chain für mein Core, um damit mir dann wieder meine Shadow-Fusion zu holen und zu haben. Ja, schön. Also ich habe gesehen, auch viele haben kein Builder gespielt. In dem Bild auf jeden Fall mit den Dragons. Der kam öfters gut. Ja. Gerade gegen, manchmal auch gegen Shuttle, aber eher selten. Und vor allem gegen Burning Abyss, die wir spielen, alleine. Okay, gut. Hätten wir das. Ja. Dann kommt jetzt noch das Side-Deck. Genau. Das, was ja... Die allerbeste Karte, der Gosecker. Ja, das sind die anderen beiden. Ja, mittlerweile würde ich nur noch einen Board spielen, weil die zweite Main. Ja. Dann Maxi gegen Burning Abyss. Ja. Und zwei Breakthrough gegen Artifact Shadow und Burning Abyss. Vor allem gegen den Vanity's Fiend und den Jesse's Fiend. Ja. Eigentlich sind das auch die Karten gewesen, die ich gegen Burning Abyss komplett reingesetzt habe. Diese sechs Karten, nicht mehr, nicht weniger. Ja, halten ihn halt extrem auf. Ja. Da kann er nichts mehr unten machen, da kann er auch nicht mehr ausrasten. Und da kommst du wieder zurück ins Spiel. Genau. Jo. Dann gegen Clifford. Dann gegen Clifford habe ich gespielt 5 Spell Trap Removal. Das ist ja klar, das ist auch klar. Warum die Tornado oder Twister heißt die, ne? Twister, ja. Ich habe die Twister gespielt über den dritten. Also ich kenne viele, die spielen 3 Fairy Wind, ein Twister. Ja. Ich habe mich dagegen entschieden, vor allem weil relativ viele Emptiness oder Skill Drain gespielt werden. Ja, das wird dann in deinem Zug angekettet, wo der noch nicht aktiv sein könnte zum Beispiel. Also, zum Beispiel Clifford fängt immer an. Immer. Und gerade wenn du das erste Spiel gewonnen hast, fängt Clifford an und dann willst du so schnell wie möglich Druck machen, indem du Fusion ausspielst. Ja. Wenn dann Emptiness kommt, bist du eigentlich schon raus. Und deswegen die Tornados anstatt den dritten Fairy Wind. Die Fairy Winds sind ziemlich gut, weil die auch Damage machen. Clifford hat relativ wenig Möglichkeit Schaden zu... Also hat relativ wenig Life Points durch das konstante Zahlen. Mhm. Das ist oft, dass sie schon auf 4-6 sind, ohne dass du irgendwie Schaden hattest. Genau. Deswegen sind die Fairy Winds so gut. Genau, und da sie auch vor allem Shadow Mirror zerstören. Richtig. Ja. Und dann kommt halt noch ein Skill Drain und ja, habe ich selber schon gemerkt, dass sie sich ziemlich viel runterzahlen. Jo, dann haben wir gegen... Clifford habe ich noch die beiden geboardet. Okay. Vor allem die Beta und Mind Control. Mind Control, weil die Beschwörung eigentlich immer... Normalbeschwörung auf Normalbeschwörung. Level 4, ne? Mhm. Dann kann ich halt meine Plays machen mit Lava Ball Chain oder mit den Drachen, um Exit zu rufen oder vielleicht sogar eine Fusion auf den Schienen. Ja. Beta ist klar, bei der Pendelbeschwörung alle weg. Ja, und dann eigentlich noch die Karten, die ich gegen Shadow gespielt habe. Mirror Match. Eigentlich nur die zwei Different Dimension Ground. Je nach Entscheidung, also je nach Belieben, habe ich mal noch eine zweite Denko-Sekka, die hier oder die Breakthroughs halt gebordet. Ja, das kam so ein bisschen drauf an, wie ich das Deck von Gegner gesehen habe. Okay. Die Different Dimension Grounds sind ziemlich
krass momentan. Vor allem, wenn eine Fusion von der Hand kommt. Mhm. Eigentlich muss ich sagen, man darf auch gar nicht riskieren, dass eine Fusion aus dem Deck durchkommt, weil dann hat man sofort verloren. Also die hier sind ziemlich genau gegen die Elchador-Fusion als Kette. Ich habe eine Situation gegen auch einen Deutschen, einen Berliner. Er hat gestartet mit Mathematiker Squamata Falco, 2 Set. Ich gehe auf Mathematiker, wollte eigentlich einen Felis machen. Und dann mal gucken, was ich treffe. Ich habe aber das Breakthrough-Skill bekommen. Dann kam Raigeki durch auf den Falco. Er hat keine Shadow Games gehabt, was ziemlich cool war für mich. Ich konnte also den Falco überlaufen. Dann sette ich Different Dimension Ground. Erst dran aktiviert Eschadol Fusion von unten auf Construct. Durch meinen Different Dimension Ground kriegt er keinen Vorteil durch das Construct, außer den Core, den er da reinlegen kann. Mhm. Und bekommt halt vor allem auch sein Construct nicht mehr. Und da sind noch eine Handkarte, also hat 2 Handkarten, eine unbekannte, eine Eschadol Fusion und dann Construct auf dem Feld. Und ich kann dann meine Shadow-Fusion aus dem Deck nutzen. Cool. Was mir quasi dann das Spiel gebracht hat. Deswegen fand ich den so gut. Alles klar. Hast du noch ein paar Worte für... Ja, ich möchte ein paar Leute grüßen. Also erstmal natürlich unser komplettes Team, unsere Sponsoren. Wir sehen uns nochmal. Complexity, den Markt. Dann auch noch The Brotherhood von der, von der UK. Genau. Dann Umut, weil er mich dazu motiviert hat, mein eigenes Deck zu spielen und nicht von irgendjemand anders zu kopieren. Ja. Und Piran, weil er mir gerade beim Deckbau heute Morgen noch geholfen hat, also gestern Morgen noch geholfen hat. Alles klar, dann bedanke ich mich. Ich wünsche dir eine schöne Heimreise und man sieht sich. Hi, I'm Sascha Fabian. I did a deck feature for Azilians and I will do an English one by Lithium 2300. Also on YouTube. For your English support guys. The link is down below.